Hallo und willkommen zurück in Minecraft. So, ich habe so viel zu erzählen und Als allererstes geht es darum, was wir heute machen. Wir dekorieren heute das Haus ein bisschen und bereiten uns innerlich weiter auf den Frühling vor. Ich will nicht mehr frieren müssen. Ist das sinnvoll, das wegzubrutzeln? Ja. Ach ja, warum nicht? Ich möchte nämlich ein paar Blumenstöcke machen. So, 20 sollten ja eigentlich reichen. Was ich alles erzählen will. Ich habe mich ein bisschen mit den Mods auseinandergesetzt. Tatsächlich gab es keine Nichtaufnahme-Terry. Es gab eine Aufnahme-Terry, dann gab es eine Streaming-Terry und jetzt gibt es wieder eine Aufnahme-Terry. Und ja, die kurz vor Aufnahme, Terry hat jetzt die Sachen einfach nur in eine Kiste gepackt, damit sie weg sind, damit das Inventar wieder frei ist und mehr hat sie nicht gemacht. Nein, sie bleiben oben. Ich möchte hier ja eigentlich nur... Das hört sich so nah an, als wären die hier unten. Ich meine, ganz offensichtlich sind die nicht hier unten, aber... Naja. Ich möchte euch natürlich vom Stream erzählen. Ich erzähle erstmal vom Stream, weil das ist im Moment im Kopf drin. Alles andere kriege ich gerade nicht hin. Nicht so? So? So. Ja, dann darf ich alles hier einzeln... Ja, okay. Nein. Ich habe wirklich bis kurz vorm Stream noch Probleme gehabt, das alles zum Laufen zu bringen. Und es endete dann damit, dass ich Sodium rausgeschmissen habe, was ich sehr schade fand. Es hätte mir ein gutes Gefühl gegeben zu wissen, dass da etwas für die Performance sorgt. Aber es ging ja auch so. Und Create musste ich rausschmeißen. Das waren auch gerade die zwei Mods, die sich weder untereinander noch alleine mit den anderen Mods verstanden haben. Also, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann ich das irgendwann später, wenn bessere Versionen, also neuere Versionen rauskommen, anderweitig noch machen. Aber jetzt geht das erstmal nicht. Diese Blöcke müsste ich ja auch irgendwann mal machen. Aber dazu später. Ach, hängende Dinger gibt es auch noch. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Man kann ja so viel machen. Ah, okay. Jedenfalls haben wir, oder ich habe Solar Apocalypse gespielt und später wurde ich dann darauf hingewiesen. Was ist das denn? Monkey Puzzle. Wo kriege ich das her? Ich wurde dann darauf hingewiesen, dass ich wohl nicht eindeutig gesagt habe, dass ich auf Twitch streame. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es erwähnt habe. Aber es könnte sein, dass ich es nicht sehr oft erwähnt habe. Das gebe ich zu. Es tut mir auch ganz doll leid. Nächsten Donnerstag möchte ich wieder streamen. Das ist sehr fest geplant und... Saguaro. Habe ich sowas schon gesehen? Nee, ich glaube nicht. Und, ich muss nochmal runter, sehe ich gerade. Da wird dann das Video für Donnerstag auch tatsächlich ausfallen. Ja, ihr habt das alle gehört. Das wird dann ausfallen. Wenn ich dann regulär Donnerstag streame, gibt es Donnerstag kein Video auf YouTube mehr, sondern den Stream auf Twitch. So, wie geht das? Rot, blau, schwarz, orange. Orange. Welches Blau war das nochmal? Ich habe mir nur blau gemerkt, aber nicht welches Blau. Das hellblau. Und schwarz. Und dann... Moment. Ich weiß, ich schaue da sehr umständlich nach, aber rot, hellblau, schwarz, orange. Rot, hellblau, schwarz, orange. Ich ordne das gleich richtig an, damit ich das auch finde. Und dann gab es ja da. Also, das ist das Talavera-Teil. Das gab es ja irgendwie nochmal in anders. Das gab es nochmal genauso nur in anders. Also, das heißt auch Talavera-Teil. Ja, sehr gut. Rot, weiß, gelb, orange. Rot,
Weiß, gelb, orange hatte ich, glaube ich, gesagt. So. Ich meine, das Solar Apokalypse, die einzelne Mod, ich nenne ja das Mod. Okay, ganz am Anfang. Ich hatte ja gemeint, dass ich eventuell ein Modpack mache. Ich mache das nicht als Modpack. Ich gebe euch gerne die Mods, aber das mit dem Modpack, das war mir dann zu krampfig und dann habe ich mir gedacht, nee, ja, das könnt ihr euch auch selbst zusammensuchen. Ich werde da jetzt sicher ganz viele böse Kommentare kriegen. Was, du faules Stück, warum suchst du uns das nicht zusammen? Ja, weil ich genau das bin, ein faules Stück, so. Die Solar Apokalypse ist eine Mod, die eben veranlasst, dass die Sonne irgendwann kollabiert und dann alles verbrennt. Und ich dachte, ja, da hat man ja ein paar Tage Zeit, bis es soweit ist. Und da kann ich in aller Ruhe mich ein bisschen umschauen. Ich schau mal, wo ich jetzt so Pflanzkübel platzieren kann. Also ins rote Wohnzimmer passt natürlich der rote Pflanzkübel. Hier sind es rote Betten, aber eigentlich, da habe ich schon den grünen Pflanzkübel, das passt ja. Möchte ich hier auch noch einen Pflanzkübel haben? Hier im Eck wäre vielleicht etwas Farbe ganz nett. Dann machen wir vielleicht sowas. Ich schaue mir die beiden mal an. Was gefällt mir jetzt da besser? Ich glaube, ich möchte die lieber draußen haben. Und hier packe ich braun. Ein bisschen langweilig. Gelb. Ja, noch nicht ganz. Blau. Ja, blau. Ich weiß zwar noch nicht, welche Blume ich da dann reinpacken will, aber ja, blau, okay. Jedenfalls war nach, ich glaube, 5 Minecraft-Tagen bereits alles am Brennen und das war so ein, ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Ich habe jetzt ein kleines Problem, ne? Passen, glaube ich, gut zusammen, so von den Farben. Der Creeper-Kopf ist natürlich hässlich. Das müsste ich mal rauspixeln. Das ist aber schnell gemacht. Ich glaube, dann lasse ich den mal eher im Eck, damit man nicht so viel vom Creeper-Kopf sieht. Ja, kann man das machen? Ist die Farbe hier überhaupt schön? Will ich hier vielleicht eine andere Farbe haben? Grün. Aber mit was dann? Oder rosa? Nee, lila müsste ja eigentlich dann in mein Schlafzimmer rein, wenn da überhaupt noch Platz ist für sowas. Ich glaube, ich habe da gar keinen Platz mehr. Ich könnte natürlich hier was hinstellen, aber dann wird es schon sehr eng. Ich hätte hier noch was hinstellen können, aber ich finde, also die Rüstung soll eigentlich weg. Und dann soll da mein Schlafanzug hängen, wisst ihr? Ich glaube, ich könnte die. Aber ich könnte die Workbench hier wegmachen, aber ich glaube, wenn ich das hier hinstelle, passen trotzdem wegen dem Vorhang keine Blumen rein. Das ist also so. Ich glaube, dass mein Zimmer einfach voll ist. Das glaube ich. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Muhaha. Ich meine, es ist. Wisst ihr was? Ja. Warum nicht? Ja. möchte ich hier vielleicht auch noch Blumen haben? Ich weiß nicht. Hier draußen wollte ich auf jeden Fall hier eine Blume haben. Das würde ich tatsächlich so machen. Ja. Und hier, wobei, wenn hier alles rosa wird, dann möchte ich hier vielleicht auch rosa haben. Auf dem Dachboden pflanzen wir jetzt keine Blumen an. Das heißt, wir wären hier fertig. Hier möchte ich in der Küche vielleicht noch Blumen haben. Chip, chip, chip. Ich meine, ich könnte hier was hinstellen. Ah, nicht wirklich. Na gut. So, und die zwei wollte ich draußen haben. Jedenfalls. Nach ein paar Minecraft-Tagen, ich glaube so nach 3 oder 4 Minecraft-Tagen, habe ich schon gesehen, dass das ganze Gras verschwindet und braun wird, weil es schon so heiß ist. Also, ich hatte die weggemacht, ne? Die ist ja nicht von alleine weg. Wo möchte ich hier noch was? Möchte ich hier was hinstellen? Ah, ja, genau. Ah.
So und so. Ja, machen wir. Ich bereite mich einfach schon so ganz krass mental auf den Frühling vor. Ich kann einfach nicht mehr. Hier der Stein ist eigentlich voll doof platziert, weil hier ja wieder Zuckerrohr hinkommt. Macht jetzt aber soweit nichts. Ich glaube, ich möchte hier auch noch mal irgendwo. Soll ich hier was hinstellen? Ich glaube, ich möchte. Welche Farbe wäre da schön? Boah. Ja, oder auch nicht. Oder vielleicht grau, braun, schwarz. Nee, zu viel grau schon. Schwarz. Ja, nee, noch nicht ganz. Vielleicht hier was Gelbes? Ja, hier machen wir was Gelbes hin. Ich habe dann Panik bekommen, denn ich habe überhaupt keine Tiere eingefangen bekommen, weil es einfach alles viel zu schnell ging. Ich habe es gerade so geschafft, für mich die wichtigsten Sachen zusammenzusuchen, sprich ein paar Feldfrüchte und, ne? Und ein paar Baumfrüchte und ein paar Setzlinge, damit ich eben. Also die Sache ist, da brennt halt wirklich alles. Da brennen dann auch die Bäume. Und wenn die Bäume alle wegbrennen und auch das Laub, dann hat man kein Holz mehr. Und dann ist das mit dem Craften so richtig schwierig. Das heißt, ich musste schauen, dass ich ein paar Setzlinge zusammensuche. Das habe ich dann auch geschafft. Und jetzt kann ich im Untergrund. Ich muss halt jetzt alles im Untergrund geschützt vor der Sonne anbauen. Das hat sich gerade. Das hat sich komisch angesehen. Ja, und zwar. Ich war ein bisschen panisch bei der ganzen Geschichte. So. Ich glaube, pflanzkübelmäßig passt mir das soweit. Wo kommen jetzt die Pflanzkübel sonst hin? Ich würde die mal hier reinpacken. Und diese Blöcke packe ich auch erstmal hier rein, weil die ja irgendwo zusammengehören. Das kommt hier rein und dann wollte ich eigentlich noch so Hängekübel machen, ne? Aber da weiß ich gleich doppelt nicht, wo ich die hinhängen soll. Aber was ich noch machen wollte, war ja das Sonnendach. Die Markise. Jedenfalls war das eigentlich, also ich war mega aufgeregt vorm Streamen, aber es war eigentlich richtig schön. Es hat mir eigentlich richtig gut gefallen und deshalb machen wir das nächsten Donnerstag nochmal. Ich dachte, es ginge so, aber es ginge wohl nicht so. Wie ging es denn? Ach so, ja, da darf ich. Ich darf ja nur 200 Rezepte durchsuchen. Okay, ich muss es so suchen. Weil ich ganz offensichtlich nicht mehr weiß, wie es ging. Vielleicht habe ich da auch Blöcke gebraucht und gar keine Sticks. Was ist das hier eigentlich? Rock Shell Chestplate. Potted Flat. Moment, man kann die einpflanzen. Potted Flat. What? Moment, nein, nein. Kann man die damit nur einfangen? Oder kann man die tatsächlich potted aufstellen? Bim, blim, blim, blim. Was? Okay, was sind denn das alles für Sachen? Mangelspores. Okay, ich wollte was anderes machen. Ich muss mich hier konzentrieren. Hier wollte ich hin, das wollte ich machen. Ach so, ja. Das, ja. Ist ein bisschen zu einfach gewesen jetzt. Da kriegt man auch nur eins raus. Naja, gut, dann schauen wir mal, wie weit wir mit 16 kommen. Ich denke nicht, dass es reicht. Ach ja, da fällt mir noch was ein. Wir tun das hier. Denn ich wurde nach der letzten Aufnahme darauf angesprochen, dass ich doch cheaten würde mit meinem Fliegen. Und, also ich cheate nicht, das Fliegen ist von einer Mod vorgesehen. Aber ja, ich verstehe, dass man das denken könnte, dass ich hier cheate. Möchte ich das so? Oder möchte ich das oben drauf haben? Schauen wir mal. Also ich verstehe, dass man das als Cheaten sehen würde, wenn man das nicht weiß. Es ist nur halt wirklich so, dass ich mir das erarbeitet habe.
Lucy. Und deshalb dachte ich mir, damit Leute wieder ein bisschen entspannter sein können, mache ich das jetzt mal ohne Fliegen. Ich kann nämlich auch ohne Fliegen spielen. Ich kann auch ohne Spaß Alkohol haben. Hoppala. Was, das war schon, ist das sonst nichts mehr? Das waren schon alle, das waren schon alle. Ja, dann brauche ich noch ein paar. Da würde ich dann so Beams mitnehmen. Heißen die Beams? Na, wir werden es. Palisaden. Palisaden, genau. Palisaden. Reichen die? Das. Ah, da fällt mir gerade auf, dass es doch nicht. Dass ich doch. Ich muss das oben nochmal abreißen. Es wird nicht funktionieren, weil die Palisaden müssen ja unten an den Block quasi rankommen. Ihr werdet gleich sehen. Ich zeige euch das gleich. Ich könnte ja da hochfliegen, wenn ich fliegen dürfte. Ich meine, es hat niemand gesagt, dass ich nicht fliegen darf. Man hat mich nur als Cheaterin bezeichnet und das geht ja gar nicht. Man hat mich noch als ganz andere Dinge bezeichnet. Oh, ich muss mit dieser Axt aufpassen. Ich muss mit dieser Axt aufpassen. Kriege ich das hier hin? Ah, jetzt kriege ich das. Will ich das dann hier unten haben? Ist mir das dann nicht zu tief? Jetzt lasst mich mal schauen. Das ist halt schon ganz schön tief dann. Warum ich hier so überlege. Wenn ich die Palisade dann von unten dran machen will, dann muss die Falltür, also das ist ja eigentlich nur eine Falltür, die Falltür ja oben drauf liegen. Das heißt, ich darf die nicht an diese Position machen, weil ich sonst die Palisade so schwebend dran habe. So. Aber das ist mir zu tief. Ich kriege es allerdings auch nicht höher hin, weil hier dann das Dach ist. Und, ah ja. Ich würde das ja hier oben haben wollen und das beißt sich dann mit dem Stein. Mit der Dachrinne, mit der Regenrinne so rum. Und das ist jetzt aber auch wieder ein bisschen hoch. Mir kann man es aber auch nicht recht machen. Also mache ich es doch hier unten hin. Hier. Ja, genau so will ich es nicht haben. Ich meine, wie hatte ich das an meinem anderen Haus gemacht? Oh, ich muss so aufpassen mit der Axt. Ich darf die Maustaste nur andenken. Ja, Moment, ich muss mich konzentrieren. Moment, Moment. Wisst ihr. Es ist wirklich gut, dass ich meine Bunny-Hoppers anhabe, sonst hätte das jetzt ein bisschen wehgetan. Möchte da gar nicht drüber springen. So, ja. Gut. Dann eigentlich noch so. So. Es reicht immer noch nicht. Dann hätte ich aber hier die drauf gemacht, sodass das quasi hier gestützt wird. Ich meine, hier schwebt das frei, das ist auch doof. Muss ich es vielleicht doch bis ganz ranziehen? Wie hatte ich das sonst gemacht? Ich meine, ich hatte hier auf jeden Fall das Dach. Und ich glaube, auf dieses Dach schneit es nicht drauf, was ich gerade sehr praktisch finde. Ich will wieder rein. Hallo, ich will wieder rein. Dankeschön. Ich muss sehr überlegen, wo ich hinziele, weil ich sonst eventuell meine Tierchen hinten treffe. Komm schon. Jetzt weg damit. So. Und dann würde hier noch eine Palisade draufkommen. Tatsächlich reichen mir zwei, aber ich brauche halt noch mehr Falltüren. Wie viel mehr brauche ich denn? Ich brauche hier eins, zwei, drei. Drei, ja, drei, drei. Und hier, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. Ja. Jetzt habe ich gerade Leerlauf im Kopf, weil ich mich so konzentrieren musste, was ich da mache, damit das irgendeinen Sinn hat.
9. Hey, habe ich da gerade Squitchy gehört? Ja, ich höre Squitchy. Wow. Mein kleiner Slime. Wenn er nicht aggressiv wäre, also aggressiv in Anführungsstrichen, soweit ein kleiner Slime aggressiv sein kann, dann würde ich den ja. Na, kommt drauf? Ja. Dann würde ich den ja auch. Ich würde den ja gerne frei rumlaufen lassen bei mir im Haus, aber das geht ja nicht. Weil er dann Dinge tut. Dann hüpft er mich an, versucht mich anzugreifen und meine Dornen in der Rüstung, die machen dann aua, aua, das ist nicht gut. So. Und jetzt brauche ich hier Gartenmöbel. Und eine Pflanze. Die Pflanze holen wir gleich. Was möchte ich hier drin haben? Ich glaube, ich möchte da diese Pfingstrosen. Waren das Pfingstrosen? Also ich finde, sie sehen aus wie Pfingstrosen. Die kommen da rein, damit es farblich zusammenpasst. Ja, gerade so, ne? Gerade so. Sehr schön. Ich habe mir außerdem auch, ich habe Dinge getan. Sei doch mal leise. Ehrlich gesagt, ich finde das super, aber es ist halt echt immer ziemlich laut und ich glaube, es macht halt gerade mehr Sinn, wenn ich die woanders hinhänge, damit ich. Ich meine, es bimmelt immer noch. Ich will mich denken hören können, okay? Das ist eigentlich das Ganze, warum ich das jetzt weggemacht habe. Auch wenn ich den Sound richtig gern mag. Ich hatte ja gesagt, ich habe Ars Nouveau noch rausgesucht. Klingt jetzt irgendwie verschifft. Ars Nouveau? Was ich hier zusätzlich noch als Mod reinnehmen könnte, um wieder etwas Neues reinzubringen. Ich habe auch Aquaculture 2 rausgesucht. Und noch einen dritten Mod, den ich schon wieder vergessen habe, weil ihr kennt mich ja. Und ich habe mir Gems and Jewels angeschaut und die Mod, die hier hatte ja, ich muss mal schauen, ob das nicht doch noch so ist. Nee, man hat die Edelsteine, die Ringe und dann die Werkzeuge damit. Genau. Und noch Rüstung, Blöcke, Infused, Crystallized Stone Brick. Ich meine, die sehen auch hübsch aus. Das könnte ich ja auch mal ausprobieren. Das hatte in früheren Versionen auch noch so Krönchen und Ketten und Rüstungen. Das sah alles voll fancy aus. Ich hoffe, dass das alles wiederkommt. Aber im Moment kommt es halt nicht. Hecken. Müssen wir auch alles noch machen. Müssen wir alles noch machen. Aber ich habe jetzt eigentlich was anderes machen wollen. Ich wollte hier so den Modern Chair machen. Dazu brauche ich Fences, Slabs und Dann machen wir doch hier die Hälfte mal und ein paar Slabs. Und dann ging das wie? Dann haben wir den hier. Ach so, weil ich hier noch die Fences brauche. Ja. So. Brauche ja nie so viel, oder so, das reicht. Dann suche ich gleich den Schwarzeichen-Dings aus. Das ist Bruze. Und das. Ach so, nee, ich habe, glaube ich, die, wo man die Rinde sieht, da habe ich das genommen. Ja, ich erinnere mich. Und da habe ich jetzt natürlich alles mit Dark Oak gemacht, anstatt. Ja. Dann machen wir das alles jetzt nochmal. So. So. Ja, wenn man es nicht im Kopf hat. Na? Und da möchte ich, naja, vier auf jeden Fall. Und den niedrigen Tisch. Da gab es doch die niedrigen Tische, oder? Diese Couchtische. Ich habe doch im Wohnzimmer habe ich den Couchtisch. Den hätte ich. Ist der gar nicht hier dabei gewesen? Ist der von einer anderen Mod gewesen?
Wo finde ich den? Der war mit Glas. Ich glaube, den weiß ich auswendig. Ich brauche dafür Glasscheiben. Und so und so war das, glaube ich, oder? Nein. So? Auch nicht. Vielleicht so? So? Nein. So? Okay, wir halten fest. Ich weiß doch nicht mehr, wie es geht. Ich glaube, die hießen Couch. Hallo? 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 Couch. Was weiß ich. Hießen sie nicht. Jetzt sucht er nur Counter raus. Aber mit Table sollte ich ja hinkommen. Genau die. Und die waren von Adorn und nicht von McCoy. Okay. Den Spruce. Slaps. Ich war gar nicht so verkehrt. Und Sticks waren das, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. So, hoffentlich passt das jetzt zusammen. Hoffentlich passt das jetzt zusammen. Es schneit sehr schön. So. So und so sieht das doch nett aus. Und so, da ist es schon sehr eng beim Rausgehen. Ja, dann machen wir das anders. Hallo? Dankeschön. Hallo, jetzt. Dann machen wir das lieber so und so. Ja, so ist das besser. Und so. Ja. Und dann setzen wir uns hin und yay. Und es bleibt tatsächlich kein Schnee drauf liegen. Das finde ich sehr gut. Sieht das schick aus oder sieht das schick aus? Jetzt könnte man sagen, wenn da nochmal ein Block zwischen den Sitzen und dem Tisch frei wäre, würde es vielleicht ein bisschen hübscher aussehen. Aber so viel Platz habe ich leider nicht. Und es geht auch so. Es geht auch so. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier am Balkon endlich mal ein bisschen was gemacht, damit wir uns auch raustrauen wollen. Was machen wir als nächstes? Wir können uns hier eigentlich auch mal ein bisschen anschauen, was es da so gibt. Zum Beispiel die Lampen. Gibt es da noch mehr Lampen? Lamp. Was ist das? Banner Pattern. Hydra Flame. Okay. Das ist die Soul Spring Lamp. Brauche ich nicht. Das ist die Amethyst Lamp. Die wäre ja dann für meinen Turm ganz nett. Aber sonst ist das jetzt langweilig. Wir blättern mal durch. Wir machen das heute ganz nach in-game-mäßig und keine Ahnung, was sie sagen wollte. Ich wollte mir hier die Sachen nochmal anschauen. Was ist das? Pocket of Sand. Wozu ist das gut? Das ist doch nur zum Sandschmeißen gut. Ich meine, hey, Tüte Kies und so, aber was bist du? Warp Mixture? Wofür bist du gut? Weiß man nicht. Kann ich leider nicht in Erfahrung bringen. Straddleboard. Ja, das blöde Straddleboard will ich auf jeden Fall noch machen, einfach nur damit ich es habe. Aber das ist wirklich anstrengend, da diese Viecher im Nether zu killen und dann zu hoffen, was kann man hier mitmachen? Dafür muss ich Emus töten. Das ist ja doof. Ach, das darf nicht Aufnahme Terry machen. Fedora. Oh, wo kriege ich den her? Wo kriege ich den her? Der sieht cool aus, der Hut. Was bist du? Bucket of Platypus. Dann haben wir hier einen Kangaroo-Burger. Ja, muss nicht sein. Aha. Diese Tarantula-Hawk-Elytra würde ich ja gerne mal machen. Aber ich glaube, ich habe erst eine Elytra gefunden, oder? Ich habe, glaube ich, keine zwei. Oder hab ich zwei? Und dann bräuchte ich diese Flügel. Das Chamäleon macht so lustige Sachen. Ich habe tatsächlich zwei. Und wenn man damit nur das machen kann. Ja, aber dann. Neun. Ich habe halt, ich glaube, ich habe fünf, wenn es hochkommt. Wenn überhaupt.
Und ich brauche ja zweimal 9. Ich brauche ja dann, ja, genau. Wir reden mal mit dem Herrn. Hallo. Tinted Glass, ja, das ist okay. Hexstone, ja. Nee. Okay, also, das wird noch dauern. Da werde ich ein paar Tage in der Wüste verbringen müssen, damit das funktioniert. Die Void oder Void Axe, Dimensional Carver habe ich schon. Shield of the Deep. Das. Wo bekomme ich das her? Sharktooth habe ich ja. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ich habe hier fünf, aber von denen hier habe ich halt. Die habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich glaube, die habe ich noch nie eingesammelt. Keine Ahnung, wie ich die kriege. Ich kann nicht einfach die Haie töten. So funktioniert das nicht. Ich will das auch ehrlich gesagt gar nicht. Froststalker. Das könnte ich machen. Die Hawkshows. Shoes. Wo kriege ich die her? Shed Snake Skin. Wahrscheinlich von Klapperschlangen. Was ist das dann hier? Ein Weinlasso. Wozu ist es gut? Man weiß es nicht. Comb-Jelly? Rainbow Jelly, Comb-Jelly? Habe ich, glaube ich, alles noch nicht gesehen. Kenne ich alles noch nicht. Bison Fur kenne ich, ja. Devil's Hole, Pappfisch. Schaut euch das mal an von den Catfishes. Da gibt es die kleinen, die passen rein in den Kübel. Dann gibt es die mittleren, die passen gerade so noch rein. Dann gibt es die großen, die sitzen einfach nur noch oben drauf. Flying Fish Boots. Können wir mal machen? Brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber können wir mal machen? Was bist du denn? Kann man nicht machen, kann man nur bekommen. Wo? Man weiß es nicht. Und dann gäbe es noch Music Discs. Die Music Discs könnten wir eigentlich mal machen. Die noch fehlen. Gustmaker. Spawnt das dann die Monster? Ich bin gerade so. Alles. Terrapin-Egg. Wie komme ich an sowas? Ah, das sind jetzt die Decorative Blocks. Also tatsächlich, diese Riesenketten, die wären auch noch interessant. Die sehen sicher auch noch nice aus. Was bist du denn eigentlich, Ambrosia? Moment, Ambrosia, wofür ist das da? Für die Exotic Birds, okay. Es gibt so viele interessante Sachen. Und ich weiß, wir schauen uns hier einfach nur das Creative-Menü quasi an. Aber muss auch mal sein. So, da kommen jetzt die Gems and Jewels Sachen. Ist okay. Da kamen jetzt wieder die Hecken und die Mauern, die auch alle sehr schön sind. Dann wollte ich hier ja diese Sachen machen. Moment, da muss ich mal schauen. Aber ich glaube, mein Zimmer ist relativ klein. So, also wenn ich hier jetzt was mit Schublade hinmache, dann würde man die Schublade ja normalerweise gar nicht aufmachen können. Ich könnte hier noch was hinmachen, aber ich finde das eigentlich genau so recht nett. Ich könnte hier was mit Schubläden hinmachen und die Sachen draufstellen. Das ginge. Und da hätte ich was nur mit einer Schublade und unten frei. Oder oben Schublade, unten Bücher. Das sieht natürlich richtig süß aus. Oben eine große Schublade und zwei Klappen. Es sieht auch süß aus. Und ich werde dafür wahrscheinlich diese Dinge brauchen. Wisst ihr was? Wir machen von den Sachen einfach mal so einen ganzen Schwung, damit wir es haben und damit weiterarbeiten können. Ach, jetzt habe ich schon wieder. Was mache ich nur mit den ganzen Dingen? Ich glaube, Camilla muss auch in den Zoo. Also dieses Chamäleon-Skin hat halt sonst keinen anderen Nutzen irgendwie, habe ich das Gefühl. Wir machen mal so viele Kisten. So, und dann Sticks und Eisen. Sticks und. Da war's. Und dann machen wir 16. Ich meine, so viel ist es gar nicht. Und hier brauchen wir auch noch mal Kisten. Ja, schön.
ist das auf einmal leise, wenn der Untote da nicht mehr so Oh, ich habe keine Sticks mehr. Okay. Hallo. Ha, wisst ihr was? Das ist zwar jetzt so ein bisschen Overkill, aber wir machen mal eben ein paar Sticks. So. Da habe ich noch nicht abgesperrt, sehe ich gerade. Das müssen wir nachholen. Wo habe ich denn den Schlüssel hier? So. Ich glaube, ich kann hier erstmal alles abschließen. Damit, wenn ich etwas rausnehme, das dann auch noch weiter so angezeigt wird. Gut. Das Eisen kann wieder weg. Und jetzt. Was möchten wir denn jetzt? Wir möchten es auf jeden Fall aus Spruce haben, weil die Spruce-Rinde besser mit den Dark Oak Planks zusammen ausschaut. Ich weiß, das ist komplett nur mein Texture Pack, aber da ich das auch nicht ändern werde. Moment, das gibt es auch als. Ah nee, das sind. Das gibt es auch als Stripped. Dark Oak. Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen jetzt hier mal den einfachsten Kasten. Wir nehmen einfach mal den einfachsten Kasten, den wir machen können. So, oder? War das? Nee. Den. Und da kriegen wir dann gleich vier raus. Alles klar. Ich. Okay. Schade, dass man die nicht strippen kann, während sie im Inventar sind. Also müssen wir das eben hier machen. Habe ich Stripped eigentlich noch drin? Nee, ich habe Stripped. Doch, ja. Nein, ich habe Stripped hier nirgendwo. Okay. Ja, das wollte ich nur sehen. Wir schauen uns da jetzt nämlich einfach alle mal in Ruhe an, wie die aussehen. Und was uns am besten gefällt. Oder besser gesagt, was. Ah, halt! Nein, 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 nein. Ich wollte die machen. No. Ja, nun. Mist. Mist. Das waren die Spruce. Ja, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Immer schön achten darauf. Und damit gehen wir jetzt rein und schauen uns das drin zusammen mit der anderen Dekoration an, wie das hier aussehen würde. Ich glaube, ich packe das hier oben mal hin. Okay. Tatsächlich tendiere ich zu dem, was ich von Anfang an machen wollte, nämlich die Spruce-Dinger. Das hier. Das passt halt einfach. Ja, gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Alles klar. So. Also, Spruce. Und diese Klappen hier zum Beispiel. Da könnte man. Oh, ja. Hubala. Ich und meine Axt. Ich muss da so aufpassen. Ich reiß das ganze Haus ab. So. Ich dachte mir nämlich, ob man das. Ich hätte es eigentlich stehen lassen können, ne? Ich meine, jetzt habe ich hier noch was zum Verstauen. Das ist ja wirklich nicht blöd. Ich wünschte, man könnte das umdrehen. Gibt es da ein Tool, wo man das vielleicht umdrehen kann? Also, dass die Klappe in die andere Richtung schaut. Sieht nicht so aus. Und wenn ich was direkt daneben setze, ändert sich das dann? Nein. Ich kann da leider. Nee.
Ich kann auch, wenn ich Shift rechts klicke, nur ins Inventar gehen. Auf jeden Fall hätte ich hier dann noch mal was anderes reingemacht, zum Beispiel. Was ist das? Cupboard, ja. Ich könnte natürlich einfach nur einen Tisch hinmachen, aber ich möchte. Das wäre eine Klappe, die nach oben zeigt, also wo der Griff oben ist. Oder so. Sowas. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Hat das unten die zwei Klappen sind? Oder wie? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Da ist oben. Ah ja, okay. Bei dem ist. Also bei dem wird oben eine Schublade angezeigt und da ist nur der Griff für die ganze Klappe. Okay. Oh, schwierig. Und das da war. Mit einem Buch? Ja, mit unten Büchern drin. Ja, so machen wir das mit unten Büchern drin. Das sieht hübsch aus. So, dann habe ich hier ja zufällig eine Werkbank. Das war das. Moment, Krümel. Ja. Ja, verstehe ich. Dann würde ich die Sachen, die ich jetzt nicht mehr brauche, auch gleich mal hier lassen. So. Ich meine, ich hätte hier einen Tisch, den könnte ich da hinpacken, aber ich möchte einfach was anderes haben. Brauche ich das noch? Ja, ich glaube, das brauche ich noch. Okay. Dieses Dekorieren macht mir eigentlich voll Spaß, weil ich finde, dass das alles total fancy aussieht. So. Ich wollte aber das hier haben. Da kriege ich halt auch gleich vier draus. Also. Vielleicht packe ich davon doch noch eins in den hier. Hier zum Beispiel. Es tut mir so leid, dass ich hier wie so eine Wildsau bin. Ich könnte das nämlich so und so machen. Oh ja. Oh ja. Und dann war das hier so. Oh ja. Oh, das sieht edel aus. Oh ja. Ah, das sieht schön aus. Ja, so machen wir das. Begeisterung. Und das wollte ich ja eigentlich so. Das wollte ich hier eigentlich mit allem machen. Da müsste ich jetzt halt eben ein bisschen. Nee, ich glaube, ich mache das leicht. Ich mache das schneller so. So. Und dann packen wir die eben hier rum. Nein, du nicht. Und dann würde ich tatsächlich so den. Da kann man doch sicher auch reinschauen. Ja. Jetzt habe ich hier halt statt der drei Supporter-Dingens da zum. Ne? Habe ich jetzt halt drei quasi Kisten da stehen. Das ist schon sehr praktisch. Das muss man schon sagen, das ist sehr, sehr schön so. Und ich könnte die Bücher jetzt hier natürlich drin lassen. Aber ich glaube, wir machen das hier, weil ich denke, dass das richtig hübsch aussehen wird. Deshalb kommt das hier auch weg. Und da ist, glaube ich, nichts drin. So. Die Sachen packen wir so lange hier rein. Genau, jetzt habe ich hier, das könnte ich jetzt auch wegmachen. Das werde ich dann nicht mehr brauchen. Habe ich da zufällig welche da? Nein, muss ich unten mitnehmen. Wir gehen mal schnell runter und holen Dinge. Oh, ich bin total. Ha. Das wird alles so schön. Das wird alles so schön. Da kann ich die Klappe hier lassen. Das kann ich hier lassen. Das kann ich hier lassen. Und dann möchte ich so ein Bookshelf haben. Das wird nicht passieren. Oder? Doch, das wird schon passieren. Weil Vanilla möchte. Ich nehme ein bisschen mehr mit. Für den Fall der Fälle. Vanilla möchte ja die Planks und ich würde die Logs hernehmen. Okay. Ich dachte schon, dass das wieder so Vanilla, Nicht-Vanilla-Rezept ist und dann. Geht das ja dann nicht so wie mit, weiß ich nicht, gab es ja noch irgendwas, dass ich dann halt einfach nicht mehr dran komme an das eine Rezept. Ja, genau. So. Und dann hätte ich das so gemacht, dann verbindet sich das auch sehr schön. Und da kann man jetzt, da kann man auch reinschauen. Ja, es ist alles so schön. Dann hätte ich gerne das hier.
Da brauche ich die Schubladen. Okay. So und so. Und dann müsste ich unten einen großen Schubladen bekommen. So stelle ich mir das jedenfalls. Oh, sieht das jetzt cool aus oder sieht das cool aus oder was? So, und hier möchte ich. Möchte ich da sowas haben? Ich glaube, ich möchte sowas haben. Mir werden wahrscheinlich die Blöcke nicht ausreichen. Nee. Muss ich mir eben was aus dem Rucksack nehmen? Deshalb hat Frau den Rucksack. Das hier wollte ich machen. Ja. Ja. Ich bin so begeistert. Okay, und oben. Oben wollen wir. Ich könnte diese Klappe oben hin machen. Und was machen wir dann oben hin? Was ist das eigentlich? Das ist nochmal ein anderer Tisch. Den muss ich auch gleich noch ausprobieren. Gibt es die Klappe auch mit, also gibt es das auch mit Klappe nach unten? Ich sehe gerade nichts, aber wir könnten das mal ausprobieren. Ist das dann einfach. Das ist doch dann auch nur das hier, oder? Ja, nee, das machen wir nicht. Und was ist das hier? Modern Wardrobe. Und das nur Wardrobe. Aha. Ich probiere es mal aus. Wir schauen uns das mal an. Ah ja. Warum? Warum macht er es so und nicht andersrum? Also. Aber es gefällt mir. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich die zwei mit dem hier unten vertausche. So will ich das haben. Genau so will ich das. Dann kriege ich das hier auch hin. Wenn ich das jetzt mache, macht's blub, genau, macht's blub. Die Bücher, die Bücher, die Bücher kommen hier rein. Ich sortiere sie jetzt mal nicht und schmeiße sie einfach nur rein, damit Zukunfts-Terry sich die richtigen Sachen raussuchen muss. So. Ich feier das gerade. Es sieht so toll aus. So. Das könnte ich mit meinem Schrank im Schlafzimmer auch machen, ne? Ja, jetzt habe ich es angefangen. Dann musst du noch mal weg. Und, ja, genau. Und dann. Dann habe ich hier diese und du kommst so hin und du kommst so hin und dann. Yay! Yay! Was hatte ich jetzt hier eigentlich? Hatte ich das hier? Das hier hatte ich, glaube ich, dran, oder? So. Ja. Ja! Ja! Das sieht so cool aus. Eigentlich. Moment, ich muss schnell schauen, wie da das hinten ausschaut. Oh, Leute, wisst ihr was? Ich könnte hier einfach den Schrank, ich könnte den vier breit machen. Dann hätte ich hier Stauraum ohne Ende. Oh ja. Dann würde ich tatsächlich hier zwei Klappen hinmachen. Einfach nur, damit es anders aussieht. Ja. Dann würde ich. Da ist ja jetzt nichts drin. Dann würde ich das nochmal wegmachen. Und das quasi hier und hier hin machen. Und hier und hier. Ich feiere das gerade ganz, ganz übel. Und das vielleicht so und so. Achso, ja, verstehe ich. Das möchte ich tatsächlich nicht. Vielleicht möchte ich. Was habe ich denn noch? Ich habe hier noch die modernen Dinger. Lasst mich überlegen.
Man könnte es auch so machen. N nein. Also kann man, aber nein. So. Und die modernen dann so und so und so und so. Ich müsste die jetzt eben noch umdrehen, aber ich glaube, das hätte was. Okay, wie ging das? Ich musste das so machen, damit das so hinschaut. Warum schaut das jetzt nicht so hin? Das hätte sich doch jetzt. Oder muss ich das irgendwie. Jetzt habe ich es. Okay, dann müsste ich das jetzt auch von ganz alleine richtig setzen können. Ah. Oder? Das hat was. Und jetzt würde ich. Jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf. Ich glaube, ich habe da noch Regale. Wenn ich die nicht habe, wenn ich jetzt tatsächlich nochmal welche machen muss, dann mache ich einen ganzen Stack, damit sich das hat. Ja, ich habe genau die zwei, die ich wollte. Und das machen wir so. Und dann. Dann packen wir die hier rein. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Moment, da kann ich noch andere Dinge reinpacken. Zum Beispiel. Das hier und. So, das sieht. Da, doch, das sieht richtig hübsch aus. Haben wir noch irgendwas zum Reinmachen? Ich könnte so einen Kopf reinmachen. Ich könnte. Ja, die hier, den Bücherstapel, natürlich. Jo. Ja, schaut euch das mal an. Also bitte, wenn das jetzt mal nicht fancy aussieht, dann weiß ich auch nicht. Der Hammer. Und jetzt könnte hier. Passt mal auf, das ist nämlich folgendes. Wenn ich das hier jetzt auch mache mit meinem Kleiderschrank, hätte ich den Vorteil, dass ich hier vier. Fünf, sechs Kisten zusätzlich an Stauraum gewinnen würde. Dir geht's da oben gar nicht gut, ne? Wenn ich das so mache, dann macht ihr das so. Sehr schön. Genauso möchte ich das. Und wenn ich das jetzt hier am Rand ausrichte, schaut es in die richtige Richtung. Oder, Moment. Tatsächlich, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich drin. Wenn ich den hier so abbaue, dann sollte der mit Inhalt droppen. Den Drawer werde ich trotzdem. Ich könnte den vielleicht sogar da oben lassen. Das hier, wie viel ist da drin? So und so. Oh. Hallo da oben! Wie geht's uns denn? Ich packe schnell mal die Sachen weg und hole Blöcke, um da oben das Loch zuzumachen, damit der Erhängte nicht noch tiefer fallen muss, tiefer hängen muss. Nehmen, geben. Brauche ich noch was? Ja, ich brauche hier noch was, um wieder aufzufüllen. So. Leute, das hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so aufregend für mich wird. Für euch vielleicht nicht, aber vielleicht aber auch doch, weil jetzt habe ich schon wieder das Klumpatsch im. So. Okay, das lasse ich eventuell da oben hier. Sollte ich vielleicht vorher. Ich brauche von denen nochmal was. Ich brauche. Die hier, die Wardrobe, Wardrobe, Wardrobe. Oder soll ich die Modern Wardrobe machen? Wisst ihr was? Ich möchte mal schauen, wie das aussieht, wenn man das übereinander macht. Ach so. Nein. Wollte reinschauen, danke. Ja, ich glaube. Was gefällt mir denn da jetzt besser? Das ist gar nicht so einfach. Schaut mal, was ist da jetzt hübscher? Das Geteilte oder das. Ich glaube, das Kombinierte gefällt mir besser.
Und hier sind Dinge drin, aber die sollten in mein Inventar passen. Dann würde ich nämlich eben, ja, oder es passt nicht ins Inventar. Ich muss mal kurz auslagern. So, okay. Stelle ich halt an. Ich muss halt kurz auslagern, weil ich sonst die ganzen Sachen nirgendwo hinbringe. So. Warum habe ich denn noch das Papier in den Griffeln? Das hätte ich auch wegräumen können. Ne? Das hätte ein bisschen geholfen. Drache, Drache, Drache. So. Alles weggeräumt, was ich weghaben wollte. Dann räume ich eben noch das Papier weg. Wo packe ich denn das Papier? Moment, ich glaube, ich muss hier mal durchschauen. Da sind die Bücher drin. Das kann ich mir ja merken, soweit. Dann würde ich das Papier und die Bücher hier unten reinpacken. Ich muss mir das halt irgendwie merken, weil, ne? So. Gut. Die Bilder, ja, ich verstehe, dass ich jetzt natürlich die Bilder, hier war ja ursprünglich ein Bild und da war ein Bild, die sind jetzt natürlich weg. Aber ich glaube, damit muss ich leben. So. Wenn ich das so mache, dann hat das nicht funktioniert. Muss ich das so machen? Oh, okay. Okay. Ja, sehr schön. Dann hätte ich gerne etwas mit, also nicht das hier, sondern vielleicht mit den zwei Schubläden. Ja, mit zwei Schubläden sieht hübsch aus. Machen wir. Ist genehmigt. Ja. Ich glaube, dann will ich den Drawer doch. Andererseits. Der Drawer ist halt auch dafür gut, weil dann stackweise die Sachen reinpassen. Ich meine. Dass er jetzt vom Design her nicht ganz dazu passt, das stört mich gar nicht so sehr. Mich stört gerade eher, das irgendwie zu integrieren, dass das. Oder ich packe diese Sachen hier tatsächlich einfach woanders hin. Zum Beispiel könnte ich. Meine, ich könnte jetzt hier auch nochmal so eine Einheit hinpacken. Gott, ich hab das Tor zur Hölle geöffnet. Ich habe das Tor zur Dekorationshölle geöffnet. Ich könnte hier noch was hinmachen. Hier sollte eigentlich eh noch was hin. Ich könnte hier den Drawer hinmachen. Ich glaube, das mache ich auch. Komme ich an den jetzt so einfach ran? So. Ja, so ein flacher Drawer. Drawer, so ein flacher Drawer wäre besser. Kann ich aber noch ändern. Kann ich noch alles machen. Jetzt. Jetzt würde ich oben. Ist da eigentlich. Da kann ich nicht reinschauen, aber da ist bestimmt noch was drin, jawohl. So. Dann würde ich da oben Bücherregale hinmachen, weil ich finde, dass das einfach hübsch aussieht. Und dann habe ich hier noch was mit Büchern. Das könnten wir machen. Ich könnte da noch was dazu packen. Ich könnte das so machen. Hier freilassen und hier was mit einer Klappe machen. Möchte ich diese Klappe oder möchte ich diese Klappe? Wisst ihr was? Ich komme gerade auf die allerblödesten Ideen. Das glaubt ihr gar nicht, aber ich könnte den hier jetzt hier oben hinstellen. Also halt so. Ich meine, gut, 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 gut. Das muss dann vielleicht doch weg. Aber dann könnt ihr hier nämlich tatsächlich noch einen Blumenstock hinpacken. Und da oben, also ich könnte da oben etwas hinmachen, wenn hier mein Schlafanzug wäre. Aber im Moment ist halt mein Schweinchenkostüm drin, dran. Aber ich finde das schon, ich finde das schon. Was finde ich das denn? Ich finde. Ich finde, ich komme schon wieder auf andere Ideen. So. Habe ich noch Bücherregale? Nein. So. Ach stimmt, das muss ich eh. Ja, doch, doch, passt schon. Halt. Nein, ich wollte dich gar nicht ausziehen.
So ist das besser. Und da oben packe ich jetzt nichts hin, aber da könnte ich vielleicht noch irgendwann was hinpacken. Und hier jetzt ein Blumenstock, den habe ich jetzt natürlich, da habe ich die Sachen natürlich schon weggeräumt. Sekunde, da. Den Lilanen habe ich jetzt woanders hingepackt. Wo habe ich denn, was? Wo habe ich denn den Lilanen hingepackt? Ach, den habe ich da oben reingestellt. So. Da muss jetzt natürlich eine lila Pflanze rein, ist schon klar. Entweder das hier oder das hier. Das wäre auch sehr schön, aber das ist mir zu niedrig. Jetzt schauen wir mal, ob ich das hier überhaupt reinbekomme. Das nehme ich von Natural Decor und das ist ja nicht mit allem kompatibel. Oh, ist schon ein bisschen traurig. Das ist jetzt ein bisschen doof versetzt. Ich glaube, die sind beide gerade hier so versetzt, ne? Moment. Moment, es muss ja nicht unbedingt lila sein. Wir können da auch noch was anderes machen. Wir könnten uns nämlich einfach einen Busch nehmen und was Grünes machen. Zum Beispiel den hier. Oder den hier. Oder den hier. Nee, den nicht. Nee, den nicht. Oder hier nicht. Hier. Das könnte eventuell nett aussehen. Jetzt schauen wir mal. Nee. Es ist leider so blöd versetzt in dem Ding drin. Ah, schade, schade, Schokolade. Kann ich irgendwas vertauschen? Kann ich nicht. Blöd. Blöd. Dann würde der Blumenstock da vielleicht wieder. Oder, es muss ja nicht unbedingt großer Blumenstock sein. Ich kann ja auch einen kleinen nehmen und das Ganze auf einen hübschen Tisch stellen. So, und dann würden wir nämlich diese hübsche Blume hier nehmen. Und dann sähe das Ganze nämlich so aus. Und dann kann ich hier noch was runterbaumeln lassen. Ich könnte die Lampe hier hinsetzen. Moment, nein, ich lasse die Lampe kurz da, aber wir hängen da was anderes hin. Ich packe nur schnell die Sachen weg. Und dann packen wir da noch mehr Lila hin. Jetzt passt da mal auf. Ich kann nicht mehr fliegen. Dann hole ich mir hier so ein Purple. Wo habe ich das denn? Hier? Purple Ghost Light. Wie heißt das? Magic Purple Ghost Light, natürlich. Haben Sie irgendwas Interessantes für mich? So viel gleich. Moment, was war das? Achso, das war nur. Sie? Aha. Und aus diesem Purple Ghost Light, ich könnte auch das Purple Ghost Light an sich aufstellen, weil das ja auch sehr hübsch ist. Aber ich glaube, ich würde sowas machen, eine Lantern. Ich weiß zwar nicht, ob die irgendeinen Effekt hat, das werde ich dann sehen, wenn ich da jetzt nur noch von lila Dingen träume. So. Einmal, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, ich kriege das dann auch nicht mehr raus. Das ist egal, das ist jetzt gemacht. So. Vielleicht ist das blaue Ding da, der blaue Kübel, doch nicht so gut, aber. Überzeugt mich nicht ganz. An dieser Stelle überzeugt es mich nicht ganz. Ach du Schande. Ja, lass die Zeit. Ist okay. Ja, verstehe ich. Wie jetzt? Wie jetzt? Ich kann das nicht abbauen. Das ist ja Pschieß. Ja, gut, ich würde es aber trotzdem. Ich würde tatsächlich. Ich bin am Überlegen. Ja, ich lass die hier hängen. Hier kann ich. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Es ruft irgendwie so ein bisschen danach, dass hier auch noch was hinkommt. Aber ist okay.
Das gefällt mir auch jetzt richtig gut. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, ob ich alles ändere. Und ich hab hier noch ein ganz anderes Problem gefunden. Ich wollte hier eigentlich ein Waschbecken hinmachen, aber dann komme ich nicht mehr in den Raum rein. Also muss ich quasi das Waschbecken hier hinmachen und die Toilette hier daneben und das war's. Dann könnte ich aber hier oben könnte ich ja dann Klappen hinmachen. Nein, genau andersrum. So, dann kommt hier ein Spiegel hin. Hier kommt ein Spiegel hin, hier ein Waschbecken und hier eine Kloschüssel, die es halt noch nicht gibt. Hab ich da. Sekunde, wo haben wir es denn? So ein Sink müsste ich doch. Wo sind die Dinger? Also es heißt Sink, wenn ich mich nicht. Genau. Und das dann in Dark Oak? Ich meine, es heißt Kitchen Sink, ja, aber. Da müsste ich wahrscheinlich sogar noch eins haben. Oder auch nicht. Aber das wäre Dark Oak und aus dem kann ich das machen, oder? Genau, da brauche ich einen Kübel. Den Kübel habe ich hier. So. Wir ziehen das jetzt noch durch. Ich weiß, ich habe die Stunde schon voll, aber wir ziehen das jetzt durch. Das sieht nett aus. Jetzt brauche ich hier einen Spiegel. Moment. Banner. Und dafür brauche ich dann einen Loom, hieß das doch. Hab ich sowas irgendwo? Ich dachte, ich hätte es hier drin, aber ganz offensichtlich habe ich hier nichts drin. Achso, da habe ich jetzt schon voll. Ah, das ist ein bisschen groß. Also, ja, oder doch? Hier würden Kerzen auch recht hübsch aussehen jetzt, aber gut. Ich verliere mich schon wieder sehr in diesen Geschichten. Loom wollte ich. Und dann brauche ich Wolle. Oh, ich glaube nicht, dass ich noch viel Wolle habe. Ich müsste mal ein bisschen davon anbauen. So. Dann brauche ich einen Stick. Ich brauche Farbstoff, da muss ich eben ins. Das ist halt jetzt, jetzt habe ich den ganzen Farbstoff im Lagerhaus, jetzt muss ich halt immer rüber wegen den Dingen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt ein bisschen umständlich. Aber jetzt machen wir erstmal. Weil hier habe ich auch keinen Lumi. Jetzt machen wir erstmal das hier. So. Ich brauche hellblau und braun. Und einen Lumen habe ich eventuell am Marktplatz stehen. Wisst ihr, was ich gerade wollte? Genau das wollte ich. Ich wollte losfliegen. Aber ich wollte ja brav sein und in dieser Aufnahme nicht fliegen, damit die Leute sehen, dass ich nicht cheate. Ich kann das auch alles so. Ich habe mir das nur ganz brav erarbeitet, dass ich fliegen kann. Jetzt müssen wir hier natürlich auch gar nicht außen rumlaufen, weil es unten ist und nicht oben. braunen Farbstoff habe ich hier gar nicht, aber hellblau. Und braun kriege ich oben mit den Kakaobohnen. Und deshalb wollte ich hochrennen. Das hatte schon alles seinen Sinn. Nein. Ja, ich mache das jetzt extra so, um mich daran zu gewöhnen, dass ich hier rumrennen kann. Hier haben wir Kakaobohnen. Die machen wir zu braunen Farbstoffen. Dann brauche ich noch weißen Farbstoff. Da darf ich also wieder runterlaufen. Nein, ich. Ja, ich laufe wieder runter. Was man nicht im Kopf hat. So. Und dann geht's hier. Ach so, ja, da kann ich jetzt natürlich auch nicht hochfliegen. Ich habe mich schon sehr ans Fliegen gewöhnt. Aber wie ihr seht, habe ich hier ganz brav Treppen gebaut. Also es ist ja alles möglich. Hier haben wir jetzt sicher irgendwo einen stehen, oder? Nö, nö, nö. Doch. Dann kommt das hier rein und das und dann brauche ich einen Farbverlauf so rum. Dann brauche ich hier das hier.
Und dann brauche ich einen Rahmen für den Spiegel. So, und dann haben wir einen Spiegel. Hui. Und wie man eine Toilette baut, muss ich erst in Erfahrung bringen, dass es auch einigermaßen ausschaut. Aber immerhin können wir uns jetzt die Hände waschen. Vorm Spiegel. Ja. Na? Sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Oh, ich bin so glücklich, dass wir jetzt hier so ein schönes Inventar haben. Eine so schöne Einrichtung. Das ist noch nicht schön. Das darf dann Zukunfts-Terry machen. Was mache ich denn jetzt mit den Sachen? Eigentlich könnte ich diese Sachen, die so ganz konkret zusammengehören, hier reinmachen. Ich würde nur das Dark Oak unten hinpacken, damit ich weiß, dass das die Sachen sind, die ich eigentlich nicht möchte. So. Dann ist das hier sortiert. Und die Sachen bringen wir noch in den Keller runter. Und die Bilder, wollen wir die Bilder noch irgendwo aufhängen? Ich meine, ich könnte hier. Wisst ihr was? Einfach nur, weil es jetzt gerade genau so gelaufen ist, wie es eben gelaufen ist. Wir haben hier die ganzen Eingeborenen in der Mitte mich. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Und hier, ich meine. Kann ich die eigentlich oben? Ich kann die Bilder nicht oben hin machen. Das wäre jetzt gerade sehr lustig gewesen. Kann ich hier? Ich meine, es ist ein schönes Bild, aber. Nein. Nein, nein, so will ich das nicht. Ich wollte das so. Das schiebt sich jetzt dahinter. Ich verstehe. Dann machen wir das nicht. Kann ich das Bild woanders hinlegen? Ich könnte hier ein Bild hinhängen. Ja, ein bisschen too much, oder? Ich habe ja auch noch nicht eingeräumt. Das darf alles irgendeine andere Terry machen. Ich weiß nicht, will ich hier ein Bild? Ich glaube, ich hätte hier schon gern ein Bild, aber wie? Ja, das ist es nicht. Eigentlich hätte ich schon gern hier ein Bild, aber ich denke, dass. Ja, genau, dann nimm da halt einfach ein doppeltes. Dann müsste ich das hier wegmachen. Das hier hinmachen. Und dann könnte ich hier. Na? Kirby. Meine wäre rosa. Ja, schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Ja. Vielleicht doch ein zwei großes, ein zwei hohes. Ja. Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, ich könnte das hier machen, aber genau, dann macht er das. Ja. Das gefällt mir schon. Ich könnte hier oben ein Bild hin machen, aber das. Oder hier hin? Ich könnte hier ein Bild hin machen. Aber was? Blumen? Nee. 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 Kirby. Ja, wir träumen von Kirby, ist okay. Ja, das. Wisst ihr was? Ich muss doch mit Pixel Arts anfangen. Und dann kommt hier ein Pixel Art hin. Ja, machen wir das so? Wir machen das so. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich das. Ich müsste dann ja ewig viel. Also, pass auf, das mit dem Pixel Arts, das hat eine gewisse Tradition bei mir. Das kann richtig cool aussehen. Die Sache ist nur, dass das sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Also wirklich unglaublich viel Arbeit. Und sehr, sehr viel Platz erfordert. Und damit die Pixel Arts auch wirklich sicher so bleiben, wie sie sind, muss ich quasi die Flächen, wo ich die Pixel Arts mache, stehen lassen. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, man nimmt hier statt dem Bild einen Rahmen, nimmt eine Karte und mit dieser Karte sucht man sich einen Ort, wo man zuerst flach gezogen hat, dann einen Pixel Art gemacht hat und dann zeigt die Karte das Pixel Art. Ich weiß nicht, ich denke, die meisten von euch wissen, wie das geht. Eine Karte hier vom Haus könnte ich natürlich auch aufhängen. Das würde ja nice aussehen. Ich weiß, ich überziehe gerade gnadenlos, aber das. Wo habe ich denn. Was brauche ich denn? Ich brauche, glaube ich, einen Kompass. Habe ich zwei, okay. Dann brauche ich. Hatte ich das Papier nicht hier unten reingemacht?
Ah, ich habe es hier drüber. Okay, es ist, das Inventar verbindet sich nicht. Es verbindet sich nur die Optik. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe doch das Papier unten reingemacht. Und so sollte ich eine Karte bekommen. Und wenn ich, ich meine, ich stehe hier mit einem Haus, zack. Es sieht sehr, sehr lustig aus, muss ich gestehen. Es sieht wirklich sehr, sehr lustig aus. Ich bräuchte jetzt quasi von den drei Gebieten auch noch eine Karte. Dann, ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, muss ich gestehen. Deshalb packen wir das hier jetzt einfach mal weg. Und hier mache ich jetzt noch was anderes, damit ich hier merke, dass ich einfach nur in der falschen Schublade drin bin. Sonst werde ich mich in Zukunft immer wundern, warum hier eine leere Kiste, warum das leer ist. Dabei sind die Sachen einfach hier drüben drin. Okay. Kann ich denn da noch mehr machen? Ich könnte das hier natürlich auch alles ändern. Aber ich glaube, dass ich hier tatsächlich die Doppelkisten so möchte. Gerade die Doppelkiste nach hinten könnte ich nicht nachmachen. Aber ich könnte auf jeden Fall das hier noch ändern. Und würde das Bild dann nach da oben verfrachten, denn ich brauche es jetzt keine vier Blöcke hoch. Und switch, switch, switch. Und hier könnte ich halt hier oben auch nochmal was ändern. Das könnte schon richtig nice aussehen. Weil, hey, sieht das, das sieht hier so cool aus. Das sieht so cool aus hier mit der Schublade und unten den Büchern. Ich bin total begeistert. Ich bin hin und weg, Leute. Ich bin hin und weg. Könnte ich hier auch noch irgendwas machen? Ich meine, ich könnte hier. Könnte ich das Ganze auch machen. Dann könnte ich es vielleicht sogar vier breit machen, weil ja die Klappe dann nicht zusätzlich da sein muss. Ah, ach Mann, man kann so viele schöne, tolle Sachen machen. Und hier, mit der Optik, könnte ich hier ja eigentlich auch noch Sachen reinmachen und die würden von hinten dann so aussehen, oder? Vielleicht sehen die von hinten dann nicht so aus. Vielleicht kann ich das hier nicht machen. Ja, es ist so cool, es ist alles so cool. Okay, ihr habt mich jetzt total hier im Flow erlebt, im Dekorationsflow. Ich glaube, wir machen in der nächsten Aufnahme einfach so weiter. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Tag und hoffentlich gefallen euch die Mods, die ich spiele, auch so gut, dass ihr das ausprobieren wollt. Das hier ist jetzt aus McCaw's Furniture. McCaw hat aber generell ganz viele tolle Mods gemacht. Da sind dann auch hier die Zäune. Und die Wände und so, das ist alles von ihm. Die Fenster sind auch McCaw. Also schaut euch das mal an. Der macht wirklich tolle Mods. Der, die das. Ich wünsche euch was. Genießt Minecraft. Ganz viel Spaß beim Spielen. Einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.